Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zur nächsten Folge im Minecraft Community. Ja, weiter geht's. Wir sind das letzte Mal noch hier in der Höhle verendet. Na, verendet würde ich sagen, wir sind ja nicht aufgegangen, aber die Folge ging hier einfach zu Ende. Das einfach mal so. Ziel für heute wird irgendwie hier noch ein bisschen rauszuholen und mal den ersten Schwung nach Hause zu bringen. Wenn möglich, ohne zu sterben. Dann haben wir zumindest mal so, ja, so eine solide Grundausstattung, 32 Eisen über Steckkohle. Ist schon mal ganz ordentlich für die erste Mining-Tour. Auch wenn wir noch nicht so weit sind, wie ich eigentlich wollte, aber das ist das, wo ich also in der letzten Folge gesagt habe, okay, jetzt muss ich eh nach Hause, denn die Picke ist kaputt und Picke habe ich keine zweite mit bei. So, wir können jetzt entweder laufen oder Haus. Teleportieren wir uns einfach nach Hause. So, guten Tag. Gut, dann jetzt hier einmal zum Ofen. Der wird irgendwann auf jeden Fall auch noch automatisiert. So, ich glaube, eine Moblutskiste hatte ich schon irgendwo. Wertvoll. Waffenwerkzeuge. Moblutz hier. Da kommt auf jeden Fall der Faden rein und mehr nicht, denn der Rest kommt hier rein. Na, und der Knochen kommt da noch rein. So, hier haben wir auch ein bisschen was zum reinschmeißen. Und hier wertvoll packen wir ungefähr ein Dreiviertel-Stack Kohle rein. Okay, diese Änderung in der Musik kam jetzt gerade überraschend. So, packen wir das hier rein. Und ich habe zu viele Stöcke, aber jetzt haben wir einigermaßen Eisenpickaxe. Holz und Setzlinge. So. An der Stelle noch so eine kurze Kommentarantwort aus so einer Speed-Bild-Folge. Hat mir jemand reingeschrieben, warum ich das hier alles aus diesem einfarbigen Holz gebaut habe. Moment. Schreib mich mal hin, das ist die höchste Stelle. Guckt euch mal um. Hier gibt's nichts anders. Da hinten ist eine Kuh. Okay, da hat er gerade schon. Hier gibt es nichts anderes. Ich hätte ja gerne was anderes genommen, aber auch hier hinten auf diesem Sack. Es gibt ja nichts anderes. Ich habe das genommen, was ich hatte. Mehr hatte ich nicht. Gut, mich sorry, aber wie gesagt, was anderes hatte ich nicht. Und daher habe ich einfach mal das genommen, was ich auch habe. Ne? Von daher, seid mir nicht böse, aber ich habe nicht viel. So, und nochmal runter hier. Das nehme ich jetzt nicht mehr. Bin ich denn vorher runter? Hier oder? Ja, hier, ich setze mir mal hier eine Fackel, also ich weiß, dass ich hier schon mal war. An dieser Stelle bitte jetzt keine Kommentare, dass als Gronk das schon versucht hat, sich mit Fackeln irgendwie den Weg zu markieren und das auch nicht funktioniert hat. Ich bin mir dessen nicht wirklich bewusst. Sieht man daran, dass ich gerade schon in die falsche Richtung gelaufen bin. So, hier oben hatten wir, ja, da unten war noch, genau, da unten war nämlich noch eine Kohle, die wir vorher nicht mitnehmen konnten. Ich muss mir hier gar keine Treppe bauen, ich kann direkt hier hochgucken. Oh. Ich habe mir freigeschaltet Reparaturmeister und was kann der nun? Diesem Server fehlt definitiv sowas wie ein Lexikon. Naja, kann das Ding hier was reparieren oder kann ich das Ding reparieren, ohne dass ich das dann auf enchanted haben muss, ich weiß es nicht. Wird sich auf jeden Fall zeigen. Wobei Reparatur jetzt hier bei dieser Picke einzusetzen, macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und ich brauche definitiv für die neue Version diesen Mod, wo ich einen Blog angucken kann, der mir zeigt, was das ist. Denn ich sag mal so, das hier sieht mir aus wie Wolle, das war's dann aber auch. Wir werden auf jeden Fall definitiv genug Kohle haben. Es wäre auch mal interessant, man kann ja hier diese User-Shops einfach erstellen, wenn wir sowas einfach machen und uns ein bisschen Kohle mit hinzuverdienen. Der Server ist zwar nicht so relativ voll, wir haben jetzt im Moment 6:45 und es ist sind viele Leute online. Ich weiß nicht, wie sich das Ganze so über den Tag verteilt.
Aber wenn es Zeiten gibt, wo hier ein bisschen mehr los ist, könnte ich mir das sowas gut vorstellen. Vielleicht kann ich einen der Admins noch dazu überreden, den Warp dran zu setzen an den Job. Und dann können wir das Ganze hier einfach... Hm? So, dann jetzt raus hier. Hier eigentlich hin. Hier geht es auch nochmal in eine andere Höhle. Die gucken wir uns irgendwann mal an. Ich glaube, wir haben hier auch den Vorteil, dass wir relativ abgeschottet sind. Wo uns ja in dem Livestream damals, wo wir neu angefangen haben, der Admin irgendwo hingeportet hat, wo nicht so viel los ist. Von daher dürfte das ganz gut gehen. Dass wir uns hier nicht mit anderen die Minen teilen müssen. So, raus hier. Und zurück nach Hause. Jetzt nehme ich aber die Leiter hier mal weg. In das Haus hier. Fertiges Haus und noch das Baugerüst außenrum. Das hier werde ich übrigens über kurz lang auch mal ausbauen. Das wird dann irgendwie so ein Hobbyraum oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber ich möchte die Struktur auf jeden Fall von der Höhle dann direkt beibehalten. Und dadurch, dass wir direkt an der Höhle sind, würde es sich anbieten. Gut, aber wir sind bei 5 Minuten. Von daher bedanke ich mich beide fürs Zuschauen. Ich habe mich nicht verdrückt, so wie in der letzten Folge auch nicht. Das ist das Outro. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren viel mehr. Ihr kennt das Ganze. Wenn ihr mitspielen wollt, IP-Adresse steht in der Beschreibung. Sag bis dahin und tschüss.